Hallo zusammen. Das letzte Element, das uns noch fehlt, um die Philosophie des Buddha zu verstehen, das ist das Nirvana. Das ist jetzt allerdings, naja, das wichtigste und vielleicht auch das schwierigste Element in der ganzen buddhistischen Philosophie. Das Nirvana ist für den Buddha ja das Ziel all unserer Bemühungen. Es ist das, wonach wir streben, wenn wir nach der Befreiung aus dem Leiden streben. Der Buddha versteht seinen Weg, seine Philosophie als den Ausweg aus dem Leiden hin zum Nirvana. Aber was ist das eigentlich, das Nirvana? Fangen wir mal mit dem Begriff an. Der Begriff Nirvana hat sich im Deutschen ja schon seit einiger Zeit fest etabliert und ist als Fremdwort im Deutschen wie auch in anderen westlichen Sprachen durchaus geläufig. Eigentlich ist Nirvana das Sanskritwort, das entsprechende Äquivalent in Pali wäre Nibbana, aber hier werde ich ausnahmsweise mal den Sanskrit-Begriff verwenden, eben weil der sich im Deutschen so bereits eingebürgert hat und es irgendwie wahrscheinlich verwirrend wäre, wenn ich die ganze Zeit hier von Nibbana rede. Mit Nirvana haben Sie eher eine Vorstellung bereits davon, was gemeint ist. Wörtlich bedeutet das Wort Nirvana so viel wie verlöschen oder ausblasen, also wenn man eine Kerze ausbläst. Das können Sie sich daran ganz gut merken, die Silbe va in Nirvana, die ist verwandt mit dem deutschen Wort wehen, also wehen wie der Wind oder der Windhauch oder so etwas. Nun legt allerdings gerade diese wörtliche Bedeutung als verlöschen ein gewisses Missverständnis nahe, das wir gleich am Anfang mal ausräumen sollten, nämlich das Nirvana ist nicht nichts. Das Nirvana ist die Vernichtung, aber die Vernichtung des Leidens. Es ist das Ende der Kräfte des Karma, es ist damit auch das Ende des Kreislaufs der Wiedergeburt. Also in einem gewissen Sinne kann man schon davon sprechen, dass es eine Art von Vernichtung ist, aber eben kein Nichts. Im Nirvana löst sich das illusorische Selbst, das aus den Khandhas besteht, worüber wir schon gesprochen haben, löst sich dieses illusorische Selbst auf und deswegen kann man von einer Vernichtung dieser Illusion sprechen. Aber das ist keine totale Vernichtung. Das Nirvana ist nicht das Nichts, das Ende von allem, so wie man sich vielleicht den Tod vorstellen würde, wenn man nicht an eine Wiedergeburt oder sonst ein Leben nach dem Tod glaubt. Das Nirvana ist kein Nichts, es ist vielmehr genau das Gegenteil eigentlich. Es ist die eigentliche, die ultimative Realität. Aber was das heißt, müssen wir gleich noch ein bisschen genauer erklären. Wenn wir schon dabei sind, mit Missverständnissen aufzuräumen, räumen wir gleich auch das nächste Missverständnis aus dem Weg, nämlich das Nirvana ist keine Vorstellung vom Leben nach dem Tod. Oft wird ja das Nirvana als eine Art Analogie verstanden zu christlichen Vorstellungen von Paradies oder von Himmel oder so etwas, als eine buddhistische Konzeption des Lebens nach dem Tod. Aber das ist es nicht. Das Nirvana ist etwas anderes. Zum einen ist das Nirvana kein wie auch immer gearteter Ort, sondern es ist ein Zustand. Also das Nirvana ist nichts, wohin man kommen könnte. Es ist ein Zustand, den man erreicht. Nicht irgendwie so eine Art transzendenter Bereich der Realität oder irgendwie sowas derartiges. Nein, das Nirvana ist einfach nur ein Zustand, in dem man sich befinden kann. Was für ein Zustand? Naja, es ist der Zustand der Erleuchtung. Also das heißt der Zustand, in dem man sich nach der Erfahrung der Erleuchtung, nach der Erlösung befindet. Und dieser Zustand beginnt natürlich bereits vor dem Tod. Denn wo, wenn nicht in diesem Leben, erleben wir Erleuchtung? Das heißt, im Leben bereits tritt man in diesen Zustand des Nirvana ein. Der Buddha selbst hat es so erlebt. Er hat im Alter von 35 Jahren sein Erleuchtungserlebnis gehabt und befand sich da nach 45 Jahren lang bis zu seinem physischen Tod im Zustand des Nirvana. Man muss also entsprechend für den Buddhismus zwischen zwei verschiedenen Formen von Nirvana unterscheiden. Zum einen gibt es da das Nirvana mit Rest, wie man das wörtlich übersetzt ausdrücken könnte, und es gibt das endgültige Nirvana. Das Nirvana mit Rest, das ist der Zustand nach der Erleuchtung, aber vor dem physischen Tod. Das endgültige Nirvana ist dann das Nirvana, das nach dem Tod erreicht wird. Diese beiden muss man sorgfältig auseinanderhalten. Und wir sollten sie jeweils getrennt für sich betrachten. Also fangen wir jetzt mal an mit dem Nirvana im Leben. Das Nirvana im Leben, wie gesagt, das ist der Zustand nach der Erleuchtung, aber vor dem Tod. Und derjenige, der diesen Zustand erreicht hat, der Erleuchtete, wird im Pali Arahant genannt oder Arhat im Sanskrit. Erleuchtung, das ist ein
ziemlich schwieriger Begriff und versuchen wir mal zu umschreiben, was das bedeutet, was Erleuchtung heißt und was mit einem passiert, der erleuchtet worden ist. Erleuchtung stellt sich nach buddhistischem Verständnis ein als Resultat eines moralischen Lebenswandels, einer theoretischen, intellektuellen und einer meditativ direkten Einsicht in die Realität. Und was geschieht durch diese Erleuchtung? Die Erleuchtung ist eine radikale Transformation der Person. In der Erleuchtung verändert sich unsere Einstellung zur Realität. Also die Art und Weise, wie ich als Person mit der Realität interagiere, ändert sich. Die Erleuchtung ändert nichts an den grundlegenden Fakten des Daseins. Also wir werden nicht verwandelt, wir werden nicht zu etwas anderem in der Erleuchtung. Nach der Erleuchtung geht das Leben noch genauso weiter wie vorher. Es ist immer noch nicht vollkommen, insbesondere. Es gibt immer noch Probleme, Schwierigkeiten, Leiden und so weiter und so fort. Die Erleuchtung beendet das Leiden, aber nur in einem gewissen Sinne. Und den müssen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Also es bedeutet nämlich nicht, dass der Erleuchtete keinerlei Schmerzen mehr hat, keinerlei unangenehme Empfindungen oder so etwas. Oder dass man vielleicht gar nichts mehr spüren würde. Nein, der Erleuchtete, der Arhat, hat durchaus noch Empfindungen, er hat noch Schmerzen. Das sehen wir, wenn wir in die buddhistischen Sutras selbst reinschauen. Auch vom Buddha wird gesagt, dass er nach seiner Erleuchtung weiterhin zum Beispiel müde wurde oder krank wurde, dass er Schmerzen hatte, dass er am Ende alterte und starb. Also alles das wird nicht beseitigt durch die Erleuchtung. Der Erleuchtete hat noch Empfindungen. Er hat angenehme wie unangenehme Empfindungen. Das Einzige, was sich durch die Erleuchtung ändert, ist das Verhältnis zu diesen Empfindungen. Das Verhältnis wird ein anderes und gerade darin besteht die Befreiung vom Leiden. Schauen wir uns mal kurz an, wie der Buddha das in einer seiner Reden selbst darlegt. Er erklärt hier einem Mönch den Zustand des Erleuchteten und sagt dann dazu: Auf eine Berührung, Mönch, die angenehm zu empfinden ist, erfolgt ein angenehmes Gefühl. Und ein angenehmes Gefühl empfindend erkennt man, ein angenehmes Gefühl empfinde ich. Weil aber die angenehm zu empfindende Berührung aufhört, hört ein dadurch fühlbar gewordenes, auf angenehm empfundene Berührung erfolgtes angenehmes Gefühl auf und man erkennt, es löst sich auf. Auf eine Berührung, Mönch, die unangenehm zu empfinden ist, erfolgt ein unangenehmes Gefühl. Und ein unangenehmes Gefühl empfindend erkennt man, ein unangenehmes Gefühl empfinde ich. Weil aber die unangenehm zu empfindende Berührung aufhört, hört ein dadurch fühlbar gewordenes, als unangenehm empfundene Berührung erfolgtes unangenehmes Gefühl auf und man erkennt, es löst sich auf. Also, wie Sie in diesen etwas hölzernen und formalistischen Sätzen wahrscheinlich erkennen können, die Empfindungen sind noch da, aber es gibt keinen Durst mehr, es gibt kein Anhaften mehr an den Empfindungen. Die Empfindungen mögen noch da sein, aber sie fließen sozusagen durch das Bewusstsein des Erleuchteten durch, ohne eine Spur zu hinterlassen. Es gibt keinen Durst, kein Anhaften mehr an diesen Empfindungen. Das bedeutet, die Erleuchtung ändert eigentlich nichts an der Wirklichkeit. Alles bleibt, wie es ist. Wer vorher Kopfschmerzen hatte, wird auch nach der Erleuchtung Kopfschmerzen haben. Daran ändert sich nichts. Es gibt von Jack Kornfield, einem bekannten amerikanischen Buddhisten und Meditationslehrer, ein nettes Buch, das trägt den Titel After the Ecstasy, the Laundry. Also nach der Erleuchtung die Wäsche. Und das bringt es eigentlich ziemlich gut auf den Punkt. Die Erleuchtung wird nichts an den physischen Umständen ihres Daseins ändern. Wie gesagt, wenn Sie vorher Kopfschmerzen hatten, werden Sie nachher Kopfschmerzen haben. Und wenn Sie vorher Ihre Wäsche nicht gemacht haben, liegt die immer noch da und Sie müssen als Erleuchteter Ihre Wäsche weitermachen. Das Dasein an sich ändert sich nicht. Das Einzige, was sich ändert, das ist die Perspektive auf die Realität, also die Einstellung, die wir zur Realität einnehmen. Und darauf kommt es an und darin besteht die Erlösung. Ein weiterer Aspekt der Erleuchtung betrifft das Karma. Durch die Erleuchtung nämlich tritt der Erleuchtete aus dem Gesetz des Karma aus. Das bedeutet, die Handlungen, die ich als Erleuchteter tue, wobei ich jetzt nicht von mir sagen würde, dass ich ein Erleuchteter bin, diese Handlungen haben keine karmischen Früchte mehr. Das heißt, was ich tue, meine Handlungen, generieren auf einmal kein neues Karma mehr. Sonst, wir hatten das ja vor einigen Sitzungen bereits geklärt, alles, was ich tue, hat karmische Konsequenzen, die vor allen Dingen von meiner Intention und auch von den Konsequenzen des Handelns abhängen. Und jede Handlung generiert diese karmischen Konsequenzen, außer im Zustand der Erleuchtung.
Für den Erleuchteten gibt es keine karmische Konsequenz des Handelns mehr. Das heißt aber natürlich nicht, dass das Karma auf einmal mit einem dicken Plopp verschwunden wäre, sondern das alte Karma, also das, das man aus den früheren Handlungen vor der Erleuchtung noch mit sich rumschleppt, das verschwindet nicht einfach dadurch. Es muss noch auslaufen, könnte man sagen. Für den Erleuchteten oder die Erleuchtete gibt es jetzt also nur noch karmische Wirkungen aus dem früheren Karma, aber keine neu zu generierenden karmischen Wirkungen mehr. Man könnte es auch so sagen, für den Erleuchteten gibt es nur noch die Wirkungen des Karma, aber keine Ursachen des Karma mehr. Er setzt keine neuen karmischen Ursachen mehr. Deswegen gibt es auch keine Wiedergeburt mehr für den Erleuchteten. Vergleichen Sie das mal vielleicht mit einer Kugel, die immer wieder angestoßen wird. Also stellen Sie sich jede neue Wiedergeburt als ein erneutes Anstoßen der Kugel vor. Und dieses Anstoßen, dieser Kraftimpuls, der der Kugel gegeben wird, das ist sozusagen die Analogie für das Karma, die karmische Wirkung. Wenn diese Kugel zum letzten Mal angestoßen wird, dann wird sie irgendwann aufhören zu rollen, klar. Aber nicht automatisch, nicht sofort in dem Moment, wo feststeht, dass sie nicht mehr angestoßen wird, sondern sie muss noch auslaufen, sie muss noch die Energie, die in ihr drin steckt, aufbrauchen. Wenn diese Energie aufgebraucht ist, dann wird sie endgültig zum Stillstand kommen. Deswegen gibt es auch das Nirvana vor dem Tod und das Nirvana nach dem Tod. Das Nirvana vor dem Tod ist der Zustand, in dem die karmische Energie noch aufgebraucht werden muss, die noch da ist, aber keine neue karmische Energie mehr generiert wird, die eine neue Wiedergeburt erzeugen würde. So, wie sieht denn nun ein Leben nach der Erleuchtung aus? Also wie lebt ein erleuchtetes Wesen? Zentral für die Erleuchtung, sagt der Buddha, ist die Einsicht in die vier edlen Wahrheiten, also alles das, was wir bereits besprochen haben. In der Erleuchtung werden diese vier edlen Wahrheiten nicht bloß intellektuell oder theoretisch abstrakt erkannt, sondern sie werden wirklich existenziell verstanden. Das heißt, wir sehen in der Erleuchtung, so wie wir die Realität um uns selbst herum sehen, dass die Wirklichkeit leidvoll, unbeständig und ohne Selbst ist. Gerade der letzte Punkt ist der wichtigste. Das heißt, in der Erleuchtung wird endgültig, vollständig realisiert, dass das Selbst eine Illusion ist. Das Leben des Erleuchteten kann also beschrieben werden als ein Leben der Selbstlosigkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Der Erleuchtete oder die Erleuchtete lebt, als ob es kein Selbst gibt, weil es in Wirklichkeit ja kein Selbst gibt. Die Erleuchteten sind damit frei von jedem Anhaften, das aus der Unterscheidung zwischen Selbst und Nicht-Selbst hervorgeht. Und so gelingt es dann auch den Erleuchteten, diese vier Tugenden, von denen wir bereits im Zusammenhang mit der Ethik gesprochen haben, zu realisieren. Also die allgütige Liebe, das Mitleid, die Mitfreude, den Gleichmut. Das sind quasi die natürlichen Begleiterscheinungen dieser Einsicht in die Selbstlosigkeit. Und auf der anderen Seite wird man dadurch frei von den grundlegenden Übeln, aus denen alle negativen Handlungen hervorgehen. Gier, Hass, Verblendung. Ebenso verliert man in der Erleuchtung das Anhaften an der eigenen Vergangenheit und an der Zukunft. Das heißt, wer erleuchtet ist, existiert ganz in der Gegenwart, hat keine Hoffnung für die Zukunft, keine Reue für die Vergangenheit, sondern ist einfach nur im Hier und Jetzt, in diesem gegenwärtigen Moment. Philosophisch betrachtet, aus einer etwas abstrakteren Perspektive, könnte man das so sagen, dass der Erleuchtete den begrenzten subjektiven Standpunkt verliert, von dem aus die Welt normalerweise gesehen wird. In unserem natürlichen Zustand, das haben wir im Zusammenhang mit der Meditation ja bereits geklärt, betrachten wir die Welt immer von unserer eigenen Perspektive aus. Wir fragen uns, wie sind die Dinge für mich? Ist das gut für mich? Ist das schlecht für mich? Angenehm, unangenehm? Was nützt mir das? Was schadet mir das? Im erleuchteten Zustand macht diese Unterscheidung in für mich oder nicht für mich keinen Sinn mehr. Es gibt ja kein Ich mehr, für das irgendetwas irgendwie sein könnte. Sie kennen vielleicht, wenn Sie schon öfters bei mir im Seminar gewesen sind, den Thomas Nagel mit seinem berühmten Ausdruck The View from Nowhere, der Blick von nirgendwo. Und man könnte jetzt die Perspektive des Erleuchteten in Anlehnung an diesen View from Nowhere beschreiben, eben nicht als den Blick von nirgendwo, aber den Blick von niemand. Wer erleuchtet ist, nimmt die Perspektive von niemandem mehr ein. Erleuchtet sein heißt niemand werden. Dadurch wird auch verständlich,
wie überhaupt diese Tugenden wie Mitleid, Mitfreude, Gleichmut und so weiter möglich werden können. Denn die Auflösung des Selbst, also das Loslassen dieser Illusion des Selbst, das bedeutet, dass wir das Leiden nicht mehr als eigenes oder als Fremdes wahrnehmen müssen. Machen Sie sich an einem Beispiel klar. Nehmen Sie an, Sie lesen irgendwo in den Nachrichten von einem schweren Unfall, den es in der Nähe Ihres Heimatortes auf der Landstraße gegeben hat oder so etwas. Und Sie lesen auch, dass dabei ein Mensch schwer verletzt worden ist. Nun, wenn Sie nicht vollkommen gefühllos sind, werden Sie wahrscheinlich dabei denken, wie schrecklich. Sie werden Mitleid mit dieser Person empfinden. Sie werden die Hoffnung haben, dass es ihr bald wieder gut geht und dass sie darüber hinwegkommt. Aber dann werden Sie wahrscheinlich auch relativ schnell vergessen, was Sie da gelesen haben. Aber wenn Sie dann erfahren, dass dieser Mensch, der da verletzt worden ist, nicht irgendwer gewesen ist, sondern Ihr eigener Bruder, dann bekommt die Sache auf einmal eine ganz andere Qualität. Dann sind Sie auf einmal viel intensiver involviert. Warum? Warum ist das Leiden in dieser Situation dann viel größer? Naja, weil das Leiden dann auf einmal mich betrifft. Ein Erleuchteter würde in dieser Situation den Unterschied nicht mehr sehen zwischen dem, was mich betrifft und dem, was mich nicht betrifft, zwischen dem eigenen Leiden und dem Leiden eines vollkommen fremden Menschen. Das heißt jetzt nicht, dass der Erleuchtete indifferent ist. Er betrachtet auch das fremde Leid wie das eigene. Er empfindet also Mitleid mit jedem Wesen wie mit dem eigenen Bruder oder der eigenen Schwester. Das bedeutet ebenso, dass man, wenn man einmal diesen Fokus auf das eigene Selbst aufgegeben hat, selbst im Leiden immer noch das Gute sehen kann und dadurch immer die Möglichkeit hat, Freude im Sinne von Mitfreude zu empfinden. Es gibt immer etwas Gutes, selbst im tiefsten Leiden. Nicht unbedingt für mich, der ich in diesem Leiden drinstecke, aber wenn ich diesen Fokus auf mich entferne, dann kann ich sehen, dass es jenseits von mir und meiner egozentrischen Perspektive und meinem Leiden durchaus etwas Gutes gibt, selbst wenn dieses Gute nicht gut für mich ist. Nirvana im Leben, das heißt also ein Leben der Selbstlosigkeit, des Gleichmuts, von Mitleid und von Mitfreude führen. Aber was ist denn dann mit dem Nirvana nach dem Tod? Nun, das endgültige Nirvana, das nach dem Tod, das ist eben der Zustand, in dem der Erleuchtete nach seinem physischen Tod, nach dem Tod des Körpers eintritt. Es ist der Zustand, in dem alle karmischen Wirkungen endgültig ausgelaufen sind und keine neuen Ursachen mehr erzeugt werden. Das heißt, der Prozess des Selbst, der Prozess, der aus den fünf Khandas besteht, über die wir bereits gesprochen haben, und der vom Karma in Gang gehalten wird, dieser Prozess endet, der Prozess löst sich auf. Nun, was soll das jetzt sein? Was soll das für ein Zustand sein, in den wir übergehen in diesem endgültigen Nirvana? Dieser Zustand ist zugegebenermaßen sehr schwer zu verstehen und sehr schwer zu beschreiben. Und der Buddha selbst sagt auch relativ wenig dazu in seinen Reden, aus gutem Grund, weil dieses Nirvana eben so schwer zu erfassen ist mit unseren Begriffen. Wenn wir es mit einer philosophischen Annäherung versuchen sollten an diesen Zustand, wäre wohl das Beste, was man dazu sagen könnte, das Nirvana ist der Gegenentwurf zur normalen Realität. Es ist nicht die gewöhnliche, alltägliche Realität, sondern die wahre, ultimative Realität. Schauen wir uns mal kurz eine bekannte Beschreibung des Nirvana an, die der Buddha in einer seiner Reden gibt. Er sagt da: Das Geborene, Gewordene, das Entstandene, das Geschaffene, ursächlich Bedingte, Vergängliche, das Alter und Tod reifen lassen, das ein Nest der Krankheit ist, leicht zu zerstören, das zur Grundlage die Unterstützung der Nahrung hat, nicht genügt dies, um sich daran zu erfreuen. Also das nur die Beschreibung der normalen Realität als Quelle des Leidens. Demgegenüber steht jetzt das Nirvana, welches die Befreiung von jenem bedeutet, das jenseits noch liegt des erwägenden Denkens, das Ewige, das Ungeborene und Nicht-Entstandene, die leidfreie und fehlerlose Stätte, das Vergehen der schlechten Daseinsfaktoren, das zur Ruhe kommen der Triebkräfte, das ist das Glück. Da haben wir es, das Nirvana, das endgültige Nirvana. Das ist sozusagen das genaue Gegenteil zur normalen Realität. Zum einen ist es ewig oder zeitlos, also ewig nicht im Sinne von einer endlosen zeitlichen Dauer, sondern von steht jenseits der Zeit, außerhalb der Zeit, wie wir sie in der normalen Realität kennen. Daher ist es auch ungeboren oder nicht entstanden. Nicht
im Sinne von, es ist immer schon da, also keine unendliche Dauer in der Vergangenheit, sondern gemeint ist hier, es liegt jenseits von Werden und Vergehen, also jenseits dieses zeitlichen Prozesses von Entstehen und Vergehen. Damit ist das Nirvana auch frei von Unbeständigkeit. Also dieser Faktor, der essentiell ist für das normale Dasein, die Unbeständigkeit, der fällt für das Nirvana weg. Daher ist es auch nicht bedingt. Sie erinnern sich, der Buddhismus lehrt, alle Dinge in der Realität sind bedingt, sind verflochten in diesen kausalen Nexus von Ursache und Wirkung, der angetrieben wird vom Gesetz des Karma. Das gilt nicht für das Nirvana. Es ist nicht bedingt. Es unterliegt nicht dem Gesetz des Karma. Es ist nicht eingebunden in diesen kausalen Nexus. Das heißt aber auch, das muss man hier an der Stelle nochmal klarstellen, das heißt auch, dass Nirvana ist nicht die Konsequenz oder die Wirkung von irgendetwas. Also es kann nicht bewirkt werden von irgendwas, auch nicht von Meditation und auch nicht von einem moralischen Lebenswandel, weil wenn es bewirkt würde, dann wäre es etwas Bedingtes, durch irgendwelche anderen Faktoren bedingt. Aber das ist es ja gerade nicht. Es ist unbedingt und unbewirkt. Es ist einfach da. Das Nirvana ist dann sozusagen die Realisierung dessen, was immer schon da ist, was immer schon da gewesen ist und was die wahre, wirkliche Realität ist. Simples Beispiel, wenn Ihre Fenster dreckig sind, dann können Sie sie putzen. Und dann sehen Sie nach dem Fensterputzen, was draußen ist. Was da draußen ist, war vorher auch schon da. Sie haben es nur nicht gesehen, weil die Fenster dreckig waren. Indem Sie die Fenster putzen, haben Sie nicht die Wirklichkeit da draußen zum Vorschein gebracht. Sie haben sie nicht erzeugt, sondern Sie haben nur sichtbar gemacht, was sowieso immer schon da gewesen ist. In diesem Sinne sollte man auch die Erleuchtung verstehen. Erleuchtung ist nicht der Übergang von hier nach da, das Bewirken des Wechsels von einem Zustand in den nächsten. Nee, Erleuchtung bedeutet ganz einfach, klar werden dessen, was immer schon so gewesen ist. Daher ist es auch die Freiheit vom Leiden. Freiheit vom Leiden, das ist letzten Endes Glück. Glück, Vollkommenheit, das sind Begriffe, mit denen sich das Nirvana beschreiben lässt. Eben gerade nicht das Nichts, sondern das Glück, die Vollkommenheit. Das ist genau das Gegenteil von Dukkha. Sie erinnern sich, ganz am Anfang haben wir gesagt, Leiden, Dukkha bedeutet das, was nicht so gut ist, wie es sein sollte. Nirvana ist genau das Gegenteil davon. Es ist das, was so gut ist, wie es sein sollte. Die Vollkommenheit. Freiheit von allen negativen Faktoren, also auch Freiheit von Begierde, Freiheit von Anhaften und das heißt, es gibt keine Wiedergeburt mehr und das heißt, es gibt keinen Tod mehr. Das Nirvana ist zugleich auch das Todlose, ein oft gebrauchter Begriff in den buddhistischen Texten. Es liegt aber auch jenseits des Denkens. Es ist etwas, das wir mit unseren begrifflichen Kategorien so nicht beschreiben und erfassen können. Nur eine einzige Sache gibt es, die das Nirvana mit unserer herkömmlichen alltäglichen Realität gemeinsam hat. Nämlich, dass es kein Selbst gibt. Es gab vorher kein Selbst, es gibt nachher kein Selbst, daran ändert sich nichts. Jetzt sind aber alle diese Beschreibungen, die wir hier vom Nirvana gehört haben, komplett negativ. Wir sagen nicht, was das Nirvana ist, sondern wir sagen nur, was es nicht ist. Und ganz ähnlich geht auch der Buddha an die Sache heran, wenn er versucht zu schildern, was mit Nirvana gemeint ist. Er schreibt beispielsweise in einer seiner Reden, es gibt, ihr Mönche, einen Bereich, wo weder Erde noch Wasser, noch Feuer noch Wind ist, wo die Sphäre der Unendlichkeit des Raumes und der Unendlichkeit des Bewusstseins nicht mehr besteht, wo nicht irgendetwas mehr ist, weder die Sphäre des Unterscheidens noch die des Nichtunterscheidens, nicht diese Welt noch die jenseitige Welt, wo beide, Sonne und Mond, nicht mehr sind. Diese Darstellung und überhaupt jede Darstellung des Nirvana ist also paradox. Das Nirvana ist weder dies noch ist es das. Aber seltsamerweise sind dies und das, diese beiden Aspekte, kontradiktorische Gegenteile, die sich wechselseitig ausschließen. Was sollen wir damit anfangen? Der Buddha wählt hier so eine Art apophatischen Ansatz, also einen Ansatz, bei dem versucht wird, die Realität des Nirvana durch das Vermeiden des Sprechens zu beschreiben. Also indem wir eben nicht mehr sagen, was es ist, sondern uns immer weiter in Negationen zurückziehen. Das ist deswegen der einzig gangbare Weg, weil das Nirvana jenseits der Kategorien des begrifflichen Denkens liegt. Das Denken, unser gewöhnliches Denken in Begriffen von Subjekt und Objekt, in Kategorien und in zeitlichen Verläufen, das ist ein Produkt des Samsara, der gewöhnlichen Realität, des Kreislaufs der Wiedergeburten. Und es ist natürlich dann auch nur dazu geeignet, diese Form der Realität zu beschreiben.
Unsere Begriffe und Kategorien scheitern aber, wenn wir versuchen, sie auf eine Realität, nämlich die Realität des Nirvana, anzuwenden, für die sie eigentlich nicht gemacht sind. Man kann also auch gar nicht sinnvoll die Frage stellen, ob wir nach der Erleuchtung im Nirvana noch existieren werden oder nicht existieren werden. Existenz und Nicht-Existenz beziehen sich in unserem gewöhnlichen Denken, in unserer gewöhnlichen Sprache, auf dieses Prozess selbst, das wir sind, auf die Zusammenballung der Khandas und den zeitlichen Verlauf dieses Prozesses. Aber wenn es keinen Prozess selbst mehr gibt, dann kann man auch nicht mehr von Existieren oder von Nicht-Existieren sprechen. Es wären Kategorienfehler, diese Begriffe der Existenz oder Nicht-Existenz überhaupt noch auf das Nirvana anwenden zu wollen. Die einzige Möglichkeit, das Nirvana zu verstehen, ist es, das Nirvana zu erfahren. Wer es erfahren hat, der braucht keine Beschreibung mehr. Er kennt es bereits. Aber wer es nicht erfahren hat, dem wird eine Beschreibung nicht weiterhelfen.